Hallo, Konfuzeier! Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist eure Josie. Und heute kommt endlich Fahrt in den Kanal, denn heute gehen wir in die Praxis über. Na, nicht ganz, was genau das heißt, nach dem Intro. Jetzt geht es los. Ja, wir starten in den Bereich Fotografie heute. Wir sehen uns an, was für Modis hat die Lumix G81? Was für Einstellungen sind vorhanden? Das ist zwar Theorie und widerspricht dem, was ich am Anfang meines Kanals gesagt habe, nämlich Praxis, keine Theorie. Aber ein bisschen Theorie ist immer nötig, denn ihr sollt ja wissen, was kann diese Kamera? Was kann ich einstellen? Was ist für was gedacht? Und das muss man natürlich durchgehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Das wird wohl eine kleine Reihe werden. Ich werde das nicht alles auf einmal durchziehen, weil das wird sonst zu viel werden. Starten wir jetzt aber durch mit den Modis in der Lumix G81. Fangen wir also an. Heute das erste Mal in einem Multikamera-Setup, heißt, ich habe zwei Kameras in der Bearbeitung drin. Das eine ist die Kamera, die mich filmt, die ihr ja schon kennt, und euer andere ist mein Handy, die die Sachen auf dem Tisch aufnimmt, wo die Kamera steht, damit ich euch an der Kamera erzählen und zeigen kann, was Sache ist. Und ich bitte euch schon um Entschuldigung, wenn es nicht ganz so klappt, wie es soll. Ich bin noch in der Lernphase. Genau, so. Die Lumix G81 hat wie die meisten Kameras, die man heute kaufen kann, einen intelligenten Automatikmodus. Man könnte jetzt sagen, okay, gut, wenn ich noch nicht fotografieren kann oder noch nicht so gut fotografieren kann, dann benutze ich doch einfach den, weil dann macht die Kamera alles. Aber genau da liegt der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Die Kamera macht alles. Ich möchte fotografieren und nicht die Kamera. Ich möchte nicht nur ein Statist sein, der auf den Knopf drückt und die dann am Ende sich anguckt, was die Kamera gemacht hat, sondern ich möchte an meinem Bild aktiv mitarbeiten. Ich möchte Einstellungen vornehmen, ich möchte zoomen, ich möchte scharf stellen, ich möchte auch vielleicht einmal etwas anderes scharf stellen als das, was die Kamera denkt. Denn das macht die Kamera im Automatikmodus. Sie stellt das scharf, was sie denkt, was man aufnehmen möchte und nicht das, was man wirklich aufnehmen will. Klar ist es so, dass wir sehen jetzt mal hier, da ist das Einstellungsrad, das ist das sogenannte Modusrad. Auf dem sind alle Modis, die diese Kamera kann. Und ich werde euch jetzt die einzelnen Modus-Eigenschaften erklären und wir werden dann sehen, mit welchem Modus wir dann am besten arbeiten, wo wir die meisten Einstellungsmöglichkeiten haben, ohne dass wir zu viel einstellen und überstellen. Also. Jetzt momentan steht die Kamera auf dem intelligenten Automatikmodus. Da macht, wie ich schon gesagt habe, die Kamera alle Einstellungen selbst. Ich muss im Endeffekt nur noch auf den Knopf hier vorne drücken und schon ist alles aufgenommen. So, dann haben wir hier noch einen Kreativmodus. In diesem Kreativmodus kann ich Szenen einstellen und die Bilder nachbearbeiten. Und dann habe ich voreingestellte Szenenmodis. Die sind manchmal ganz praktisch, zum Beispiel wenn man ein Porträt aufnehmen will, weil dort macht die Kamera zwar viel, aber man kann trotzdem auch noch Einstellungen vornehmen und damit dann zum Beispiel das Porträt mit einem schönen Bokeh ausstatten, heißt der Hintergrund wird unscharf und die Person, die man aufnehmen will, kommt richtig ins Bild. So, dann haben wir zwei Modis mit C, C1 und C2. Das sind Modis, die sind dafür gedacht, um bestimmte Einstellungen fest in der Kamera zu verankern. Das heißt, ich kann meine Sachen einstellen, wie ich möchte, speichere sie unter C1 oder C2 und sobald ich auf diesen Einstellungsmodus drehe, übernimmt die Kamera die Einstellungen, die ich dort vorgenommen habe. Das ist in manchen Situationen ganz gut, vor allen Dingen, wenn man bestimmte Sachen immer wieder macht und nicht jedes Mal noch einstellen möchte. Der Modus
Mit der Kamera und dem M ist der manuelle Videomodus. Den benutze ich zum Beispiel hin und wieder, auch wenn ich hier Videos aufnehme, um damit Videos aufzunehmen. Genau. Dafür ist er nämlich gedacht. Es gibt zwar noch diesen einen Schnellzugriffsknopf für Videoaufnahmen, aber damit wird dieses Video komplett automatisch gestartet und ich kann wenig Einstellungen vornehmen. Unter dem manuellen Videomodus kann ich sehr viele Einstellungen vornehmen. Und das ist fürs Videobloggen oder für das Videoaufnehmen von YouTube oder was demnächst noch folgen wird auf Twitch entsprechend wesentlich besser gedacht. So, dann kommen wir jetzt aber zu den vier Modis, die hier auf der Kamera noch da sind, die mit Buchstaben versehen sind, nämlich dem P, dem A, dem S und dem M-Modus. Und das sind die Modis, mit denen man als Fotograf arbeiten sollte. Dabei ist die Programmautomatik, das ist das Programm P, der einfachste. Man hat die meisten Einstellungsmöglichkeiten, trotzdem unterstützt die Kamera einen in vielen Dingen und man kann trotzdem nicht viel falsch machen. Also es ist kein Automatikmodus, man muss doch sehr viel einstellen. Wie viel man einstellen kann, werdet ihr sehen, wenn wir die Einstellungsmenüs durchgehen. Und ich muss sagen, ich habe angefangen in diesem Modus zu lernen, nutze aber auch manchmal einen anderen Modus, den sage ich euch aber gleich. So, dann haben wir das A. Das A ist die Zeitautomatik. In diesem wird die Belichtungszeit automatisch eingestellt von der Kamera. Ihr stellt darüber, über diese Einstellräder, das ist einmal hier vorne und A einmal hier hinten, die Blende ein. Das heißt, wie viel Licht in die Kamera einfällt und anhand dessen übernimmt dann die Kamera die Zeit, die es braucht, um das Bild ordentlich zu belichten. Ist eine kleine Herausforderung, kann aber tolle Effekte hervorrufen. Dann haben wir das S, das ist die Blendenautomatik. In diesem Fall stellt ihr nicht die Blende ein, die wird automatisch eingestellt, sondern ihr stellt die Zeit ein, mit der ihr belichten wollt, die Belichtungszeit, und der Rest wird automatisch von der Kamera übernommen. Dabei müsst ihr allerdings darauf achten, dass ihr natürlich ein Objektiv verwendet, das das auch zulässt. Es gibt manuelle Objektive, dazu zählt zum Beispiel mein Objektiv, mein Weitwinkelobjektiv, das ist rein manuell, das hat keine Blendenautomatik. Und da funktioniert das dann nicht. Aber da gehen wir später drauf ein, wenn es um diese Sachen geht. So, und den zweiten Modus, mit dem ich ab und zu gerne arbeite, weil er wirklich die volle Bandbreite bietet, etwas einzustellen, ist der manuelle Modus. In diesem Modus stellt ihr alles von Hand ein. Blende, Belichtungszeit, ISO. Ihr könnt in alles eingreifen. Das hat den Vorteil, dass ihr das Bild macht, nicht die Kamera. Aber es bietet auch die größtmögliche Fehlerquelle. Denn wenn ihr etwas falsch einstellt, war's das. Dann habt ihr ein Bild, das hier die Tonne trägt. So, das waren die Modis auf der Seite. Jetzt haben wir hier auf der anderen Seite, da haben wir natürlich noch ein Einstellrad. Das stellt die Möglichkeiten dar, wie man Bilder aufnimmt. In dem Modus, in dem es jetzt steht, klicke ich drauf und nehme ein Bild auf. Wenn ich auf das stelle, mache ich eine Serienbildaufnahme. Das heißt, in diesem Punkt drücke ich hier drauf und solange ich den Finger auf dem Auslöser halte und den Auslöser natürlich auch durchgedrückt habe, nimmt die Kamera Bilder auf und zwar am Stück, wie ein Film, aber einzelne Bilder. Dann haben wir hier dieses 4K-Modus-Bild. Das ist natürlich dann dazu da, dass man 4K-Bilder aufnehmen kann. So, was haben wir hier? Das muss ich jetzt gerade mal gucken. Na, das weiß ich jetzt gerade nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Seite habe ich mich nur bis zu den 4K-Bildern bisher beschäftigt.
Den Rest nehmen wir dann natürlich noch mal weiter auf. Ich weiß, das eine ist noch ein Zeitrafferaufnahme und das andere ist eine Timeshift-Aufnahme. Das hat mit Zeitlupe und Zeitraffer zu tun. Genau. So, ich würde sagen, wir haben jetzt erst einmal alle Modis auf der Kamera durch. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ja, ich hoffe, das hat euch als erstes Video, was mit der Kameraführung zu tun hat, gefallen. Mir bleibt nur zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritiken habt, unten in die Kommentarsektion damit. Ich beantworte jeden einzelnen Kommentar. Mich würde natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Das kostet euch nichts und tut auch nicht weh. Und damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst, Glöckchen aktivieren und dann kriegt ihr eine kleine Mitteilung und bis ein neues Video ist da. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt kreativ und tschüss!